Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Heute mit dem Thema UVC-Klärer. Ganz wichtig, oft wird immer gesagt, UV-Klärer ist nicht ganz so richtig, kann man natürlich sagen, aber das C steht natürlich für eine gewisse Art von Strahlung. Gleichzeitig möchte ich heute auch mal mit, aus meiner Sicht, zwei Mythen aufräumen rund um UVC-Klärer. Also, legen wir los. Was ist überhaupt ein UVC-Klärer? Schauen wir uns das mal an, wie so ein Ding eigentlich aussieht. Das ist jetzt, die meisten UVC-Klärer sehen eigentlich ziemlich ähnlich aus. Also man hat so eine Röhre, die ist geschlossen. Einmal hat man einen Zulauf fürs Wasser und einmal einen Ablauf fürs Wasser. Man muss sich das so vorstellen, dass innerhalb dieser Röhre der sogenannte Brenner sitzt, der diese UV-Strahlung erzeugt. UV steht im Prinzip allgemein für ultraviolette Strahlung, aber es gibt die ultraviolette Strahlung A, B und C. Und für uns interessant in der Aquaristik ist die C-Strahlung, die in einem Wellenbereich von ca. 100 bis 280 Nanometern liegt. Und die hat eine ganz besondere Eigenschaft. Bei hoher Einstrahlung wirkt sie auf die DNA von Einzellern, schädigt sie damit und stoppt dadurch diese Einzeller, ja, weiter zu wachsen, sich zu vermehren und so weiter. Sprich, Bakterien, aber auch Phytoplankton zum Beispiel, wird durch die UVC-Strahlung nachhaltig geschädigt. Wofür brauchen wir jetzt so einen UVC-Klärer? Also zum einen ist es so, dass das Wasser dadurch definitiv klarer wird. Also wenn man einen UVC-Klärer mal mitlaufen lässt, dann wird das Wasser definitiv klarer, weil natürlich diese ganzen Mikroorganismen entsprechend abgetötet werden. Zum Zweiten nutzt man ihn, je nachdem, was für einen Fischbesatz man halt im Becken hat. Es gibt halt empfindliche Fische, das wisst ihr, bestimmte Arten von Doktorfischen. Da versucht man halt durch den Einsatz von UVC die Keimbelastung im System möglichst gering zu halten. Da manche Fische halt zu Krankheiten wie Weißpünktchenkrankheiten neigen, gerade manche Doktorarten, ist es bei denen eigentlich unerlässlich, UVC immer mitlaufen zu lassen. Da sind wir aber auch schon direkt bei einem Mythos, mit dem ich mal aufräumen möchte. Und zwar höre ich immer wieder, ja, aber die UVC-Klärung oder ein UVC-Klärer, der tötet mir ja auch die guten Bakterien ab und dann funktioniert ja meine Biologie nicht mehr. Dazu kann ich nur sagen, was sind gute Bakterien? Also, ich gehe davon aus, dass die meisten damit meinen, dass dann der Nitrifikationsprozess irgendwie gestört werden könnte. Das heißt also, die Bakterienstämme, die für den Stickstoffkreislauf im Aquarium verantwortlich sind, allen voran Nitrobacter und Nitrosomonas. Somonas, ich meine, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, Nitrosomonas. Die sind überhaupt nicht im Freiwasser. Und wenn, dann nur ganz wenig im Freiwasser. Die befinden sich eigentlich auf Oberflächen. Und dadurch, dass sie nicht im Freiwasser unterwegs sind, sind sie auch eigentlich von der UVC-Klärung meiner Meinung nach nicht wirklich stark betroffen. Also, wer sich darum Sorgen macht, der kann beruhigt sein. Mythos Nummer zwei, aus meiner Sicht, man hört immer wieder, der UVC-Klärer muss in die Rückförderleitung, sprich als letztes, wenn es wieder zurück zum Aquarium geht. Meine Erfahrung sagt was anderes. Zum einen habe ich das Problem damit, dass wenn ich es in die Rückförderleitung mache, ich mir ein wenig von dem Rückförderdruck nehme. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel auch sein Technikbecken im Keller hat, so wie ich es habe, dann leidet der Pumpendruck schon gewaltig darunter, dass ich dazwischen einen UVC-Klärer schalte. Darüber hinaus widerspricht es eigentlich so ein bisschen der Funktionsweise meiner Meinung nach, was einen UVC-Klärer angeht. Und zwar, er braucht eine gewisse Zeit, um diese Wirkung auf die Einzeller auch zu haben. Und wenn ich dann schnell das Wasser durch den UVC-Klärer, ja, jage, dann ist die Wirkung entsprechend minimiert. Also ich bin der Meinung, bei mir funktioniert es auch am allerbesten, wenn ich den UVC-Klärer in einem Bypass habe, beziehungsweise nicht wirklich im Bypass, sondern ich habe eine separate Pumpe im Technikbecken und schicke damit sehr langsam das Wasser vom Technikbecken durch den UVC-Klärer und wieder zurück ins Technikbecken. Natürlich nach Abschäumer, nach Fließfilterung, aber nicht innerhalb der Rückförderleitung. Also es gibt Geräte, die diese hohen Mengen auch können. Also durchaus gibt es einige UVC-Klärer auf dem Markt, die diese UVC, sage ich schon, die Wassermengen schaffen.
die man da in der Rückforderleitung hat. Aber meines Erachtens ist das einfach viel zu schnell. Und man hat es auch nicht so sehr unter Kontrolle, weil man will ja einen gewissen Umschlag haben und ich möchte gerne bestimmen, wann ich wie viel Wasser durch meinen UVC-Klärer schicke. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man kann ihn ja auch ausmachen. Also ich halte es so, dass ich den UVC-Klärer nicht so überdimensioniert habe. Ich persönlich habe ihn immer mitlaufen, auch wegen ein paar bestimmten Fischen, die empfindlicher sind. Ich würde aber sagen, mindestens sollte man immer einen UVC-Klärer parat haben. Denn wenn sich Krankheiten bemerkbar machen, wie die Weißpünktchenkrankheit oder man eine Bakterienblüte plötzlich im Becken hat, dann ist es super hilfreich, wenn man die einfach zuschalten kann. Es kann sein, dass es dann schon für manche Sachen zu spät ist, also gerade bei bestimmten Fischkrankheiten. Deswegen habe ich sie immer ein bisschen mitlaufen, aber auch, wie gesagt, weder in der Rückförderleitung noch irgendwie volle Pulle, sondern ganz langsam, minimal, nicht überdimensioniertes keine überdimensionierte UVC-Kläranlage, sondern so, dass ich immer so einen gewissen Keimdruck reduziert habe im Becken. Aber ich gebe da auch nicht die volle Dröhnung drauf. Von dem her, mein Fazit ist, ich lasse es immer mitlaufen, aber ich bin auch der Meinung, was auf jeden Fall wichtig ist, man sollte sie haben. Denn im Fall der Fälle kann man sie dann einsetzen. Was man noch dazu sagen müsste, ist vielleicht, wenn ihr irgendwie im Becken irgendwas mit Medikamenten behandeln müsst, also eure Fische, dann sollte man UVC natürlich aushaben, weil die meisten Medikamentpräparate reagieren darauf entsprechend, dass man nämlich da auch sie unschädlich macht. Und das Gleiche gilt für, wenn ihr irgendwie gerade Cyanus habt und mit Phytoplankton behandelt. Das ist natürlich super kontraproduktiv, steht aber normalerweise auch auf den Flaschen drauf, dass man dann entsprechend Abschäumer für eine Stunde aus hat und die UVC-Klärung möglichst komplett auslässt. Also, was ist mein Fazit? Wie gesagt, wenn man empfindliche Tiere im Becken hat, die eine UVC-Klärung unabdingbar machen, muss man sie halt mitlaufen lassen. Meiner Meinung nach in einem separaten Kreislauf, nicht in der Rückförderleitung und auch nicht wirklich überdimensionieren, sondern einfach konstant, und das muss man so ein bisschen jeder für sein Becken herausfinden, konstant etwas diese Keimbelastung runterdrückt. Das wäre mein Tipp an dieser Stelle zu UVC-Anlagen, zu UVC-Klärung im Aquarium allgemein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon tut, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, happy reefing!